Oh, ein Scheiß! Kannst du dich nicht ganz normal verhaften lassen, wie alle anderen auch? Tja, der ist aus Paris. Ich kann jetzt nicht, ich rufe zurück. Mein Name ist Dupin, Kriminalpolizei, Concano. Polizei? Mein Name ist Dupin, Kriminalpolizei. Ich suche eine Céline Cordier. Oh, Scheiß. Er bringt einen 91-Jährigen um. Es war Mord, ist das richtig? Sieht so aus, ja. Dann erwarte ich eine zügige Aufklärung. Das können Sie gerne tun, ja. Tut mir leid, dass ich die Frage stellen muss, aber hatte Monsieur Penec Feinde? Sie sind wohl nicht von hier, oder? Du bist aus Paris, habe ich gehört. Ja. Und was verschlägt dich hierher? Das ist eine lange Geschichte. So einen unbewaffneten Ladendieb erschossen haben. Wusstest du das? Also mir hat er erzählt, dass er den Hund des Polizeipräsidenten überfahren hat. Also ich habe gehört, er wäre im Zeugenschutzprogramm, weil er sich mit der Mafia angelegt hat. Ha! Bitte. Ich hasse Fisch. Ich gehe davon aus, dass die Lou auf dem Weg zu den Salinen getötet wurde. Vielleicht sogar noch in ihrem Haus. Als ich da war, standen die Stühle auf dem Tisch, als ob da jemand hätte sauber machen wollen oder so. Vielleicht ist der Täter überrascht worden und konnte seine Spur nicht mehr ganz verwischen. Irgendwas fehlt. Fakten. Es fehlen noch wichtige Bausteine. Was haben Sie gestern alles rausbekommen? Es gibt keinen unbekannten Gauguin. Mal angenommen. Wie viel ist er so wert? 30 Millionen Euro, locker. 30 Millionen Euro? Moment. Moment. Sie wussten von dem Gemälde? Ja, natürlich. Warum haben Sie mir nichts davon erzählt? Sie haben nicht gefragt. Wir haben jetzt 4 Morde. Dass sie zusammenhängen, steht wohl außer Frage. Also, ich brauche Ihre Alibis. Haben Sie Ihren Halbbruder ermordet? Passen Sie auf, was Sie sagen, oder? Oder was? Sie sind ziemlich hartnäckig, um nicht zu sagen lästig. Lassen Sie uns in Ruhe. Wir besorgen noch heute alle wichtigen Fakten über die Opfer. Ich ermittle auf Saint-Nicolas weiter. Nolwenn, wir brauchen nochmal den Hubschrauber. Präfet Locke-Maria Kehr hat vorhin angerufen. Er war ziemlich wütend. Sie sollen in Zukunft das Boot nehmen. Der Hubschrauber ist zu teuer. Er meinte noch, Sie wären schließlich nicht James Bond. Monsieur Dup. Dupin, hier spricht Locke-Maria Kehr. Bonjour, Monsieur Le Prêtre. Ist der Stand Ihrer Ermittlung? Was? Der Penec-Mord. Ich habe gehört... Schlechte Verbindung. Was haben Sie gesagt? Schlechte Verbindung. Ja, das höre ich auch. Was sagen Sie? Dupin? Sie haben ein falsches Alibi angegeben. Sie waren gestern Abend nicht hier, zu Hause. Keine Schmauchspuren auf dem Handrücken. Sie sind zum Meer gefahren. Vielleicht sind Sie mit der Toten sogar in einem Boot hinausgerudert. Das ist kein Selbstmord. Stehen bleiben, verdammt! Sind Sie wahnsinnig? Das ist ein echter Gauguin. Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, dass die Lou verschwunden ist und dass mich das extrem beunruhigt. Aber Sie haben mir nicht zugehört. Sie haben Beweismaterial unterschlagen. Weil Sie sich verdammt nochmal nicht dafür interessiert haben! Monsieur Dupin. Guten Morgen. Suchen Sie mich? Ja. Stopp! Nicht anfassen. Kriminalpolizei, lassen Sie die Waffe! Hören Sie, ich muss unbedingt zurück. Ich habe einen wichtigen Termin. Fuck, so ein Scheiß! Haben Sie tatsächlich irgendwas Illegales hier entdeckt? Noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Auf mich wurde geschossen. Sie erinnern sich? Werfen Sie die Waffe weg. Ihr Mann wollte gestehen. Nicht wahr, Madame Penec? Er war kurz davor, alles zu erzählen. Also haben Sie ihn getötet. Haben Sie sich inzwischen hier eingelebt? Ja, das wird schon. Wie Ihnen ging es meinem Großvater? Er kam aus Straßburg hierher. Konnte sich nicht entscheiden, ob er bleibt oder zurückgeht. Und eines Tages ging er hinunter zum Strand. Er hat eine Handvoll Erde genommen und daran gerochen. Es roch gut, also
Lieb er. So ein Scheiß. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur.